Ja, moin, heute aus der Ärmerabteilung. Es geht um Rumpfdurchbrüche, Rumpfhülsen und Echolot-Loggegeber. Da haben wir häufig die Frage, was unterscheidet die verschiedenen Bauformen der Rumpfdurchbrüche? Ganz gängig heutzutage ist solch ein DST 800, Depth, Speed und Temperature Geber. Heißt, Echolot sehen wir hier für die Wassertiefe, Geschwindigkeit, Speed mit dem Paddelrad, Temperatur zeige ich da auch noch an. Gibt das typischerweise in NMEA 2000 Netzwerk. Es gibt auch Geräte, die es woanders hingeben, analog oder auch 183. Aber das soll uns erstmal nicht weiter interessieren. Uns geht es jetzt darum, wie sieht die Rumpfhülse aus? Wir haben dabei eine P, steht für Plastik oder Kunststoff, 617V Rumpfhülse. Da geht er so rein, wird oben drüber verschraubt und wieder rausgezogen. Hier ist ein O-Ring, wird mit Fett eingesetzt, bitte, auch hier drin, dass er hier schön reinrutscht. Dabei ist ein Blindstopfen, der da reinpasst und natürlich eine Gummidichtung und eine Mutter, um die Rumpfhülse zu verschrauben. 52er Durchmesser hier, kennt ihr. Natürlich wird das Ganze mit Dichtmaterial eingesetzt, Sikaflex oder ähnliches. Was auch immer ihr da verwenden möchtet. Wenn man sich die Rumpfhülse jetzt einmal genauer anguckt, dann sieht man, dass hier innen drin ein Rückschlagventil ist. Das kann ich hier so zurückdrücken. Dann geht mein Geber rein, ziehe ich den Geber raus und das Wasser kommt von unten, klappt es diesen Deckel hoch und verschließt das Ganze. Das ist nicht so 100% wasserdicht. Es plätschert immer noch ein bisschen raus, aber es schießt eigentlich einen Meter hoch entgegen aus der Rumpfhülse. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Dafür steht auch das V im Namen. Valve oder. Das ist jetzt das, was beim DST 800 dabei ist. So, alternativ dazu gibt es eine P17 Rumpfhülse. Wenn wir uns die anschauen, die ist erstmal genauso lang, ist identisch von der Höhe her. Also die Länge würde schon mal passen. Wenn wir den da reinstecken, passt der auch da rein. Also Innendurchmesser ist auch der gleiche. Außen natürlich 52 bleibt auch dabei. Was sie nicht hat, ist natürlich dieses Rückschlagventil. Also keine V-Version, sondern nur P17. Jo, dabei wieder. Das, ups, einmal die Mutter, Dichtung und Blindstopfen. Die geht da drauf, glaubt's mir. Ich mache es aber trotzdem nochmal. So, jetzt. Und Blindstopfen, auch hier wieder mit Fett einsetzen. Das sind die beiden häufig verwendeten Bauformen von Erma. So wird das DST 800 ausgeliefert. Das ist was Vorhandenes. Bevor es die Ventile gab, wurden diese P17-Gehäuse oft eingebaut. Und dann gibt es noch etwas, das ist einmal Bronze oder Edelstahl. Das verwendet man bei Holz- oder Stahlschiffen. Da möchte man ungern dann Plastik verwenden, gerade wenn Holz arbeitet und aufquillt, dann nimmt man gerne so eine Bronzehülse. Auch hier wieder V, das heißt dann Bronze 617V oder das Ganze in Edelstahl. Das sind Zubehörteile, heißt, ihr kriegt das jetzt so und müsst euch dann noch ein Extrateil, dieses oder das, dazu bestellen. Oder es gibt auch teilweise Sets damit. Ansonsten auch hier passt ganz normal rein, sitzt fest drin, Rückschlagventil, passt alles zusammen. Gibt auch ganz andere Rumpfhülsen natürlich, wo es nicht passt. Das ist jetzt einmal nur ein Beispiel für Rumpfhülsen, die man weiterverwenden kann. P617 V, das 617 in Bronze und in SS, stainless steel. Und einmal den P17 ohne Rückschlagventil für die Erma Geber DST 800 zum Beispiel.